Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Diesmal habe ich mir den Witz mit Pokémon Mystery Dungeon erspart, denn wir sind hier immer noch in den Ruinen von Akpadain und chillen hier so ein bisschen in Ebene 5, glaube ich, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht schon die letzte ist, also 5 wäre eine schöne Zahl, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es noch länger geht, aber geht's bis 10? Also 10 wäre schon ein bisschen arg viel, finde ich, oder? Vielleicht geht's auch bis 7 oder sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es über 10 hinausgeht, das glaube ich auf gar keinen Fall. Nächste Rätselkammer. Also, dass es bis 50 geht oder so, nee, das kann nicht sein. Also ich denke mal, höchstens 10, oder vielleicht ist jetzt 5 wirklich schon die letzte, wir werden es sehen. So, ich will, ja, was will ich hier tun? Okay, das ist jetzt schon trickierer. Ich kann auf jeden Fall die, ach so, okay, ja, ich habe schon verstanden, okay, ich habe es glaube ich schon. Ah, ne, ich hab's noch nicht gar. Ah, doch, ich hab's. Okay. Ja, ich hab's. Sehr cool. Okay. Alles hier hat Relevanz. Das finde ich sehr cool. Denn in dem Raum gerade eben war es ja so, dass wir da einige Kristalle nicht zerstören konnten. Aber hier müssen wir jeden einzelnen Felsen benutzen und jeden einzelnen Kristall zerstören. Ich hab's nämlich schon verstanden. Wir müssen erstmal den da links unten benutzen, um die Kristalle rechts unten zu zerstören. Und um dann weiterkommen zu können zu dem zweiten rechten mittleren Felsen. Mit dem wiederum zerstören wir dann die letzten beiden Kristalle, die noch übrig geblieben sind. Die da links. Um dann zu dem dritten Felsen zu kommen. Und den müssen wir dann einfach geradeaus nach vorne schieben und dann kommen wir weiter. Schöne Idee. Also das gefällt mir jetzt schon besser. Bisher fand ich ja die Rätselkammer ein bisschen zu einfach und die war jetzt auch nicht wirklich schwierig. Ich habe kurz nachdenken müssen, aber wirklich schwierig ist die jetzt auch nicht, finde ich. Also die dürfen auch ruhig noch schwieriger werden, aber an sich auf jeden Fall immer ein cooles Prinzip. Das steht definitiv fest. So, keine Rätselkammer, sondern kurz chillen mit ein paar Goodies. Nämlich unter anderem eine Hinweismünze. Und den muss ich einfach einmal im Kreis bewegen. Ja, das ist kein Problem. Einmal kurz nach rechts. Dann nach oben, dann nach links und dann nach unten. Und dann kriegen wir 3 Sachen auf einmal. Was könnte das wohl sein? Hinweismünze, Kuriosität und Rätsel vielleicht. Ich glaube, das sind ja die einzigen 3 Dinger, die wir hier bisher immer gefunden haben. Hinweismünze, Rätsel und Kuriosität. Ich glaube, sonst noch nichts anderes. Also noch keine andere Art von Fundsachen haben wir hier gefunden. Aber ich wüsste auch nicht, was es sonst noch überhaupt geben sollte. Vielleicht sind auch alles 3 Hinweismünzen. Wir gucken mal. Nee, hier ist eine Kuriosität, okay. Glänzende Kristalle, schön. Wenn hier jetzt noch ein Rätsel wäre, dann würde meine Theorie aufgehen. Ja, schade. Okay. Aber wir hatten ja auch erst am Ende vom letzten Part noch ein Rätsel, aber in dem Part wird es bestimmt auch wieder Rätsel geben. Wir schauen uns mal ganz kurz die Kuriosität an. Einfach so, weil, warum denn nicht? Glänzende Kristalle. Fundstück aus den Akpadain-Ruinen, glitzert und schimmert in allen Farben. Also mich wundert es ja immer noch, dass wir hier den Zenitapfel schon da so ganz unten gefunden haben und aber hier links vom schimmernden Honig und rechts von der Geisterhaut noch etwas fehlt. Warum fehlt da etwas? Denn offenbar jetzt, was noch nach den glänzenden Kristallen hier alles kommt, in der 4. Reihe, das könnte vielleicht alles sogar, das könnten alles Kuriositäten sein, die man hier in den Akpadain-Ruinen findet, vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich muss man doch später nochmal hierher zurückkommen können, oder? Sonst würde man ja diese Kuriositäten verpassen. Die sind zwar nicht wichtig, aber es muss doch möglich sein, noch 100% zu kriegen, oder? Ich hoffe. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Tor. Warum gibt es 100 Schlüssel dafür? Welcher ist der richtige? Ist das ein Rätsel jetzt? Übertreib mal nicht, Randall. Es sind doch nur 5. Hier ist eine Inschrift, die uns vielleicht hilft. Ja, es ist ein Rätsel, okay. Ich finde es aber interessant, dass jetzt gar nicht dieses rote Ausrufezeichen kam, sondern diese ganz normalen weißen Striche da. Aber okay. Schlangenschlüssel, Rätsel 95 für 40 Picarat. Vor dem Tor befinden sich 5 Schlangen aus Stein, von denen jedes sich um einen Schlüssel windet. Auf einer Tafel ist zudem ein Schlüssel abgebildet, der genauso aussieht wie einer der Schlangenschlüssel. Dieser öffnet das Tor. Welche Schlange ist im Besitz des gesuchten Schlüssels? Wähle A, B, C, D oder E. Okay. Ach du Scheiße. Da will ich es, glaube ich, so für euch machen. Okay, wir können sehen, dass der Schlüssel, der richtige ist, auf jeden Fall oben schon mal ein Dreieck hat. Oh Gott, das ist jetzt tricky. Ich muss hier wieder auf jeden Fall Ausschlussverfahren machen. Das ist so ähnlich wie dieses Rätsel mit dem Schirm da, das wir schon mal hatten, wo man auch den richtigen Schirm finden muss unter 5 und immer anhand von den Markierungen halt herausfinden muss, welcher der richtige ist und welcher nicht. Ich streiche mal immer die durch, die es nicht mehr sein können. Nämlich B kann schon nicht mehr sein, weil B oben einen quadratischen Kopf hat. Also, wie nennt man das? Kopf? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, halt, da ist oben halt ein Quadrat und kein Dreieck. Die anderen haben offenbar alle Dreiecke. Bei A und bei E kann man es nicht ganz so gut erkennen, aber es sind, glaube ich, auch Dreiecke. So, dann ganz vorne muss eine Spitze sein, das haben aber alle. Und dann danach muss so eine Art, ja, so ein Puzzleteil, sieht es fast so ein bisschen aus, muss sein. B ist eh schon weg.
A kann nicht sein, weil A hat drei Schlitze da und der Gesuchte hat aber nur zwei. Bei C können wir es wieder nicht so wirklich gut erkennen, aber C könnte passen. Bei E passt es eigentlich nicht wirklich, wenn ich ehrlich sein soll, weil da nämlich diese eine Einkerbung ein bisschen zu weit geht, wenn ihr da genau hinseht. Denn, oder? Ist es da? Ja doch, also eigentlich dürfte es E nicht sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Kriterium dafür ist, dass jetzt E ausscheidet, aber ich denke eigentlich schon. Also ihr könnt sehen, dass die eine Einkerbung, die waagerecht ist. Ja, also, ja gut, je nachdem, wie man sieht. Also bei dem Bild E ist es die waagerechte und auf unserem Schlüssel ist es die senkrechte. Die geht weiter. Also die gehen ein bisschen weiter rein. Deswegen kann es eigentlich nicht sein. Ja gut, ein anderes Anzeichen gibt es auch noch bei E, nämlich das andere Ding da, dieses hier, dieser Pflock, der da noch raussteht, der ist hier bei E auf derselben Seite wie das Puzzleteil, deswegen kann es E sowieso nicht sein. So, wir haben da noch D und C zur Auswahl. Ich vermute eigentlich, dass es C ist. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht genau warum, aber wir schauen mal. Es muss noch irgendwie einen Hinweis geben, der einen der beiden ausschließt. Und diesen habe ich auch gefunden. Weil bei D nämlich die Einkerbungen falsch sind. Es muss nämlich eine Einkerbung geben, die in dieselbe Richtung zeigt wie die Spitze des Schlüssels. Das ist aber bei D nicht der Fall. Da zeigt nur eine vom Schlüssel weg und eine halt so senkrecht weg. Also eine zeigt ganz genau in die andere Richtung, eine zeigt senkrecht weg. Und bei unserem Schlüssel muss aber eine in dieselbe Richtung zeigen und eine senkrecht. Deswegen fällt auch D weg, deswegen muss es C sein. Das wäre meine Lösung und ich denke mal, das stimmt, deswegen nehme ich es auch. Jetzt wird's spannend. Yay, sehr cool. So einfach ist das. Ja, das war echt kein Problem. Aber das Rätsel damals mit dem Schirm war auch schon nicht so schwierig. Super! Schlange C hat den richtigen Schlüssel. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie er ihr entrissen werden kann. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen arg drumherum geschlungen. Ist das eine echte Schlange oder nur ein Stein? Ich glaube, nur ein Stein war das, oder? Wäre sonst ein bisschen gefährlich. Heureka Hörschel, ich hab ihn. Das hier ist der Richtige. Sie hätten auch einfach jeden ausprobieren können, aber okay. Ja, gut, vielleicht wäre dann irgendwie wieder ein Felsen auf sie zugerollt oder so. Keine Ahnung. Sesam, öffne dich. Na, das war vielleicht etwas unbefriedigend. All der Aufwand für so ein moosbewachsenes Tor. Merkst du es nicht, so wird sogar aus einem alten Steintor ein Mysterium. Die Aslanti verstehen was von Dramatik. Okay, dann gehen wir gleich weiter. Und schau mal, was uns im nächsten Raum so erwarten wird. Sieht wir nach einem Rätselraum aus. Ja, Rätselkammer Nummer 5. Und das sieht auch schon etwas trickierer aus. Okay, die Felsen können nicht wirklich runterfallen. Also doch können sie schon an manchen Stellen, aber nicht so einfach auf jeden Fall. Und ich weiß schon, was ich tun will. Ich will einmal den Stein hier nach unten bringen. Nach links und nach oben. Dann will ich den mittleren nach unten und nach links bringen. Dann den anderen noch nach unten und dann nach rechts und dann habe ich's. Hoffentlich konntet ihr mir jetzt folgen, wenn nicht, ihr seht gleich, was ich meine. Also ich finde diese Rätsel hier sehr cool, weil ich das eben schon aus vielen anderen Videospielen auch kenne. Sowas kennt man ja. Eigentlich ist es meistens immer auf Eis, dass man sowas macht, aber hier mit solchen rollenden Felsen geht es natürlich auch. Und da ich sowas schon so oft in anderen Videospielen gemacht habe, bin ich da auch mittlerweile so ein bisschen geübt und das stellt kein Problem mehr dar. Deswegen hoffe ich wirklich, dass die noch so, dass noch ein so bockschweres kommen wird von dieser Art, weil ich mag die voll gerne und ich wünsche mir, dass da noch ein so ultra übertrieben schwieriges kommt, wo ich ewig lang nachdenken muss. Das wäre cool. So, die nächste Mumienkammer, okay. Das wird wieder spannend werden. Wir haben, okay, drei normale und einen roten. Oh Mann, schon wieder eine neue Sorte Mumie. Moment mal, siehst du das? Ach, neu. Also stimmt, die anderen waren ja weiß und die sind lila. Ja, toll. Was denn? Die Stacheln auf ihren Rücken. Die sehen ganz schön gefährlich aus. Wenn man so eine Mumie in eine Grube stürzen lässt, dann ragen die Stacheln sicher weiterhin aus dem Boden hervor. Ach du Scheiße. Dort, wo eine blaue Mumie im Boden steckt, werden also Stacheln den Weg versperren. Das ist ja blöd. Wollte er wahrscheinlich sagen. Okay. Wie Randall einfach immer entlangläuft, ohne dass sie in eine Mumie sieht. Das ist auch sehr interessant, aber okay. Aber er bewegt sich auch immer zwei Schritte. Ich lasse ihn erstmal hinlaufen. So, dann müssen wir jetzt schon mehr taktieren. Ich würde ganz gerne mal die ganze Karte sehen. Das kann ich, darf ich aber nicht. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben, weil das wahrscheinlich erstmal das Klügste ist. Und ja, die stehen aber alle da links. Und die können denn die Mumien selber noch über die Stacheln drüber laufen? Die wahrscheinlich schon, oder? Ach nee, das ist jetzt quasi wie eine Wand. So, oder? Ja, ist es. Das ist wie eine Wand. Ah.
Das ist ja interessant. Okay. Was, wenn ich jetzt da reinlaufe oder kann ich einfach nicht reinlaufen? Ich kann einfach nicht reinlaufen, okay. Das ist wie eine Wand. Aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich mich nicht zubaue. Das wäre natürlich schlecht, weil ich kann mich auch einbauen hier. Und das darf ich natürlich auf gar keinen Fall zulassen. Habe ich jetzt schon verloren? Ich glaube, ich habe schon verloren. Ich will nochmal neu machen. Aus dieser Kammer fliehen. Ist das jetzt richtig, wenn ich jetzt Ja drücke? Oder gehe ich jetzt aus den ganzen Ruinen raus? Nee, oder? Nee, hat schon gepasst, okay. Aber ich habe mich einfach treffen lassen, soll von der Mühe, das wäre schneller gegangen. Aber okay. Ich will, glaube ich, den mittleren frei halten, weil ich es sonst nicht schaffen kann. Und ich will auch nur 3 von den Mumien da rein jagen und nicht alle 4. Die untere will ich, glaube ich, am Leben lassen. Wir gucken mal. Ja, ja. Okay. Ach so, aber wenn ich den in den unteren da reinjagen will, dann muss ich ja... Dann muss ich ja die andere anlocken. Ah, das ist ja doof. Warte mal. Muss ich das? Ja, doch, ja. Boah, das ist ja tricky, ey. Das ist jetzt schwierig. Das ist das erste richtig schwierige Mumienrätsel hier, aber es gefällt mir. Ich kann ja mal ein bisschen hier im Kreis laufen lassen. Und währenddessen überlege ich mir was. Das ist echt böse. Wenn ich den jetzt in das rechte da... Ach, der ist doch klug, okay. Wenn ich den jetzt in das rechte da reinlaufen lasse, dann wird mich jetzt gleich der andere verfolgen. Und dann... Vor allem die rote Mumie ist ja auch noch sehr problematisch, weil die mich halt sehr, sehr schnell fangen kann. Wie komme ich denn an der roten überhaupt vorbei? Das habe ich auch noch gar nicht verstanden. Wie komme ich an der denn vorbei? Keine Ahnung. Ich jag jetzt mal den da rein. Und der andere kann mich gar nicht sehen, weil ich zu weit wegstehe. Achso, die können mich erst sehen, wenn ich nah genug dran bin. Das wusste ich gar nicht. Achso, okay. Das ist auch wichtig zu wissen. Wenn ich jetzt dann gleich da in die Mitte gehen würde, würde er mich wahrscheinlich sehen, nehme ich mal an. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, dürfte er mich aber nicht sehen, oder? Nee. Ich kann den da unten reinjagen, wenn ich will. Aber was mache ich mit der roten Mumie? Die ist ein bisschen sehr im Weg. Kann ich das schaffen, da einmal komplett rumzulaufen, ohne... Nee, das geht nicht. Da bin ich nicht schnell genug. Ja, das ist jetzt echt böse, muss ich sagen. Das ist echt böse. Das ist richtig böse sogar. Vielleicht muss ich es ja schaffen, dass ich die rote Mumie irgendwie einsperre. Das wäre ein bisschen arg böse auch irgendwie. Ich versuche jetzt mal die eine da reinzujagen. Hier, das kann ich ja machen. Ich kann sie sogar auch in eine der oberen reinjagen, wenn ich will. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn ich die jetzt hier reinpacke. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie falsch. Ich weiß auch nicht. Das wäre zu einfach, aber ich mache es jetzt einfach mal trotzdem. Ja, geh mal rein da. Ich habe ja noch keinen wirklich genauen Plan, wie ich vorgehen soll. Das merkt ihr ja auch. Ich probiere einfach so ein bisschen rum. Und hoffe, dass ich die richtige Lösung finde. Aber ob das wirklich so vom Erfolg gekrönt ist, ist die andere Frage. Aber wenn ich jetzt... Achso, doch, ich hab's, glaube ich. Ich glaube, ich hab's. Ich muss jetzt den hier reinjagen. So, muss jetzt dann gleich außen rum gehen. Und schneller sein als die andere Mumie. Kann ich eigentlich hier hoch zu Randall? Nee, kann ich nicht. Kann ich schneller sein als die? Ja, nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich bin langsamer. Ich glaube, ich habe doch einen Fehler gemacht und das geht jetzt nicht mehr. Achso, halt. Ach, die sieht mich schon von da ganz oben. Bin ich jetzt eins zu weit gelaufen, deswegen klappt es jetzt nicht mehr. Hä? Ach so, das ist ja eine weiße. Ich dachte, das wäre eine rote. Ach so. Das ist ja ganz einfach. Ich dachte, das wäre eine rote. Mann. Oh, ich sollte mal ein bisschen genauer hingucken. Ja, okay. Ist ja schon gut. Also so schwierig war es dann doch nicht. Aber auf jeden Fall schon das Schwierigste bisher, würde ich sagen. Aber hat mir auf jeden Fall auch wieder gut gefallen. Okay, wir dürfen weiter. Mann, das war ja spannend. Wir müssen auf der Hut bleiben, sonst leisten wir diesen Ungetümen bald Gesellschaft. Hör mal, im Gegensatz zu dir ist mir unsere Sicherheit wichtiger als alle Abenteuerei. Ach, sei doch kein Frosch.
Ich weiß ebenso wenig, was noch auf uns zukommt, aber ein wahrer Forscher scheut kein Risiko. Aber wir sind keine Forscher, zumindest noch nicht. Und sollte das nicht deine letzte Expedition werden, Randall? Ach, an die Zukunft denken wir später. Wir leben im Hier und Jetzt, also los, lass uns weiter. Wie auch immer, leere Versprechungen gegenüber Angela macht. Er sagte, das ist seine letzte Expedition und jetzt sagt er schon wieder, ja, das schauen wir mal. Wahrscheinlich eh noch nicht, aber mal gucken. Beim nächsten Mal sagt er dann, ja, ich habe noch was viel Größeres und viel Cooleres gefunden. Das muss ich auch unbedingt herausfinden. Wir müssen schon sehr tief sein. Wie viele Ebenen haben wir nun bereits hinter uns gebracht? Das hier müsste die sechste sein. Bestimmt, ja. Klasse! Der Schatz von Aslan ist sicher schon zum Greifen nah. Du glaubst wirklich, dass wir in diesem riesigen Gewölbe irgendwas finden werden? Woher der Missmut, Herschel? Verlierst du etwa die Nerven? Die Maske des Chaos allein reicht mir nicht. Es muss noch viel mehr geben, das ich entdecken kann. Meine Funde werden selbst die von Rutledge übertreffen. Ich werde eine Legende unter Archäologen werden. Das ist mein Traum, mein innigster Traum. Das verstehst du doch, oder? Ich weiß nicht. Ich sage dir doch, mir liegt Archäologie überhaupt nicht. Ich vertraue dir ein Geheimnis an. Wenn ich eine große Koryphäe bin, mache ich Angie einen Antrag. Du musst mir helfen, diese Expedition zu Ende zu bringen. Hörst du? Ach, wie könnte ich dir das hier abschlagen? Natürlich werde ich dir helfen, Randy. Suchen wir deinen Schatz. Layton ist auch wirklich ein guter Freund. Okay. Was haben wir hier alles? Ja, ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Wieder einige Räume. Und da rechts oben ist wieder etwas Neues. Ist das vielleicht der Schatz, den wir suchen? Dann hat das vielleicht 6 Etagen. Also ich glaube nicht, dass es 10 sind, oder? 10 wäre ein bisschen arg viel, finde ich. Aber kann auch sein, ich weiß es nicht. So. Ja, wieder kurz überlegen, was man hier anstellen kann. Ich habe jetzt aber wenig Platz, weil die ganzen Felsen überall Gefahr laufen, runterzufallen. Was natürlich nicht ganz so toll ist. Ja, das ist ein bisschen schwieriger, das merke ich jetzt schon. Ich habe gerade... Achso doch, ich muss zuerst den machen. Ich habe dann immer gedacht, dann muss ich auf jeden Fall den darüber schieben, damit ich irgendwie weiterkomme. Aber den muss ich nicht, ich muss den darüber machen. Den hier. So. Wenn ich jetzt den da runterbringe, dann kann ich diese eine Lücke da füllen. Aber ich muss ja dann auch noch ein weiteres Mal rüber. Deswegen bringt mir das alleine noch nicht arg viel, um ehrlich zu sein. Ich muss noch irgendwie was anderes auch machen. Achso, ja klar. Ja, doch, ist kein Problem. Okay. Passt schon. Ich hab's da rausgefunden. So, den da hier hinschieben. So, und jetzt mit der anderen, mit der rechten Kugel noch das genau dasselbe machen wie gerade eben. Auch wieder hier einmal außen rumbringen. Dann hier wieder oben drauf und dann nach rechts schieben. Okay. Das war jetzt auch schon ein bisschen schwieriger, aber immer noch kein großes Problem. Ich habe ein bisschen nachdenken müssen, aber ging eigentlich auch relativ schnell, die richtige Lösung hier. Aber sowas gefällt mir ja, wie gesagt. Ich hoffe, da kommen noch schwierigere. Denn, wie gesagt, sowas mag ich. Was kommt jetzt? Eine Wegabzweigung. Huch, eine Weggabelung. Links sieht irgendwie böse aus. Ich finde, der rechte Weg sieht recht vielversprechend aus. Wirklich? Ich würde es ja lieber links versuchen. Lass mich nur schnell einen Blick um die Ecke werfen. Okay. Nanu. Randall, pass auf. Was war das? Was geht da vor? Oh. Sie sind getrennt. Randall, alles in Ordnung? Ja, alles noch dran. Das war ja messerscharf. Herschel, wie geht's dir? Auch alles klar, zum Glück. Oje, sieh nur, der Weg ist völlig blockiert. Was sollen wir tun? Soll ich Hilfe holen? Nein, noch nicht. Ich schaue erstmal, wohin dieser Korridor führt. Vielleicht laufen die Wege ja wieder zusammen. Sei vorsichtig, ja? Und versuch zu mir zu finden. Na gut. Lass dir nicht allzu lange Zeit, verstanden? Muss ich jetzt beide gleichzeitig bewegen oder so? Weil ich meine, dass Randall bisher dabei war, machte ja keinen Unterschied, um ehrlich zu sein. Ich meine, er stand nur immer dabei. Aber der hat mir ja nicht wirklich geholfen oder so. Und gar nichts wirklich zum Gameplay oder so beigetragen. Führen die Wege wieder irgendwo zusammen? Er ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Und schauen mal, was jetzt hier auf uns wartet. Rätselkammer 7. Kann ich jetzt eigentlich, was jetzt, wenn ich jetzt mit Randall sprechen will? Grundlagen. Ich sollte mich auf den Weg zu Randall machen. Ja, okay. Ich darf keine Tipps kriegen oder so. Wenn ich also jetzt die Grundlagen wieder vergessen sollte, dann habe ich ein Problem. Aber es sollte schon passen. Das ist jetzt kompliziert hier. Weil hier steht jetzt viel im Weg. Ja, okay, jetzt wird es langsam tricky. Ich bewege einfach erstmal völlig random den hier, weil ich erstmal ein bisschen ausprobieren will. Aber ich habe auf jeden Fall was kaputt machen können.
Ist ja vielleicht schon mal gar nicht die schlechteste Idee. Ja gut, ich muss einfach nur einen geradeaus nach vorne bringen. Also ja, einfach nur ist gut, aber... ich kann jetzt hier auch noch einen kaputt machen. Und dann die Lücke einfallen lassen. Was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Ich kann jetzt da außen rumlaufen. Ich kann jetzt den hier nach unten hauen. Aber was bringt mir das? Ich kann dann... Das bringt mir aber nichts. Ich kann auch noch den hier nach oben hauen. Dann habe ich da nochmal eine Lücke drin. Aber eine weitere bringt mir jetzt auch nicht wirklich viel, würde ich mal behaupten. Oder habe ich das Rätsel schon verloren? Das kann sein. Weil da auf der rechten Seite ist nämlich auch noch ein... Ach so, Abball. Ach so, ah, ich hab's, okay. Ich dachte zuerst, ich müsste hier irgendwie unten einen hinbringen und dann von hier aus den da hochrollen lassen. Aber nee, ich muss es schon mit dem hier machen, aber ich muss den hier zerstören. Und das mache ich, indem ich jetzt doch noch den hier reinlaufen lasse. Weil ich dadurch nämlich auf die linke Seite von dem Felsen hier komme, den hier so anschieben kann, dann nach unten und dann nach links bringen kann. Und dadurch, ich kann auch wieder alle Kristalle zerstören und alle Felsen sind am Ende in Löchern drin. Wow, sehr cool. Das hat mir jetzt gut gefallen. Das war ein richtig schönes Rätsel. Auch nicht ganz so mega schwierig, aber sehr cool. Ich habe auch ein bisschen nachdenken müssen drüber. Also es war echt sehr schön. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Okay, und schon die nächste Rätselkammer 8. Okay, jetzt häufen die sich die ganze Zeit. Und hier sind keine Kristalle, einfach nur so ein reines Verschieberätsel halt. Ich glaube, das wird jetzt wirklich sehr, sehr schwierig sogar als erstes. Also dass ich da wirklich lange nachdenken muss, bis ich die Lösung habe. Aber da freue ich mich ja drüber. Ich kann sowas, sowas, sowas machen. Aber was bringt mir das? Also ich will am liebsten irgendwie einen Felsen hier so auf der Linie haben, damit ich den dann hier hinschieben kann. Und dann hier hoch, dann hätte ich es ja. Das wäre auf jeden Fall am coolsten, wenn mir das gelingen würde. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach. Das ist mir schon klar. Also mit dem hier kann ich momentan gar nichts machen. Ich kann den weder nach links schieben, noch nach oben, noch nach unten. Weil der immer sonst stirbt. Ich muss also erst mir irgendwas anderes einfallen lassen. Um den doch bewegen zu können. Und den hier kann ich auch nicht bewegen. Nach rechts oder links, aber das bringt mir ja auch nichts. Warum ist der... Ach doch, nach links kann ich den bewegen. Stimmt. Nach links. Aha, ich kann... Warte mal. Ich muss aber alles in der richtigen Reihe... Oh, das ist tricky. Ich muss alles in der richtigen Reihenfolge machen. Ich muss zuerst den hier nach oben rollen. Dann nach links und dann nach unten. Das ist auch wichtig. Ich muss zuerst den hier bewegen. Weil ich nämlich jetzt dann gleich die anderen beiden, also den hier und den da unten jetzt bewegen muss. Und wenn ich das zuerst gemacht hätte und erst danach den hier bewegen wollte, dann wären die Felsen da natürlich schon längst wieder weg. Und dann würde es da in der Hinsicht ganz, ganz schlecht aussehen. So, jetzt will ich den da nach links bringen. Genau. Dann den von oben nach unten rollen lassen. Das ist sehr cool, ja. Das ist cool gemacht. Und jetzt haben wir es im Prinzip schon, okay. Das hat mir auch gut gefallen, weil hier es eben enorm wichtig war, dass man die Felsen in der richtigen Reihenfolge durch die Gegend rollen lässt. Wenn man da auch nur eine einzige Sache bei der Reihenfolge falsch macht, hat man verloren. Weil eben dann bestimmte Felsen nicht mehr im Weg stehen und dann andere, die man eigentlich wohin rollen will, einfach runterfallen. Und das ist dann natürlich ziemlich blöd, aber haben wir auf jeden Fall auch gut gelöst. Sehr schön. Mumienkammer kommt jetzt, okay. Aber diesmal ohne Randall, also es gibt nur einen Schalter, nehme ich mal an. Was mache ich jetzt hier? An diesen Kristallen komme ich nicht vorbei. Ach, was soll ich nur tun? Kommt jetzt Randall gleich angelaufen und rettet mich oder so und schiebt da den Felsen da links runter. Hey, Herschel! Ja, so ist es. Randall, oh, so ein Glück. Das gleiche wollte ich gerade sagen. Bleib zurück, ich räume die Kristalle aus dem Weg. Das ist echt cool gemacht, dass wir uns jetzt gegenseitig sogar helfen. Das gefällt mir auch voll gut. So, das war's. Lauf los, ich helfe dir von hier oben. Alles klar, er hilft mir. Kann ich ihm Anweisungen geben oder macht er es selber? Ne, er macht es offenbar selber. Will ich jetzt links oder rechts entlang laufen? Ich lauf mal links entlang. Aber ich werde doch gleich von der roten Mumie getötet, oder? Hm. Ich gehe mal hier entlang.
Was ist jetzt? Herschel! Ich kann die Mumie mit diesem Felsen erledigen. Renne zur Tür und sorge dafür, dass sie schön aufgereiht vor mir stehen. Okay. Achso, die Rote hinkt hinterher. Haha. Okay. Aber ich selber darf natürlich... Ah, okay, die Rote kann nur so schnell sein wie die Mumie da. Okay, sehr interessant. So, jetzt. Roll. So einem Felsen hält kein Monster... kein Modermonster stand. Bam, bam. Dankeschön. Ha, das wäre erledigt. Spitze gemacht, Herschel. Okay, die andere ist mir egal, oder? Ja, offenbar. Okay. Wäre es auch gegangen, wenn ich die andere genommen hätte? Also, wenn ich nach rechts gegangen wäre, oder hätte es dann nicht geklappt? Keine Ahnung. Egal. Randall, hilf mir! Vorsicht! Dankeschön. Rettung in letzter Sekunde. Puh, das war ein Schreck. Danke, Randall. Nichts zu danken, Herschel. Freunde passen eben aufeinander auf. Aber ein Problem haben wir immer noch. Wir müssen zwei Schalter auf einmal betätigen. Wenn ich hier runterspringe, breche ich mir alle Knochen. Wir müssen einen Felsen nehmen. Was sollen wir tun? Warte mal, ich weiß was. Kein Rätsel ohne Lösung. Man muss mit dem arbeiten, was man gerade hat. Dann roll mal runter, bitte. Dankeschön. Schieb den Felsen auf den Schalter. Der ist 10-mal schwerer als ich. Das reicht dicke. Gute Idee. Okay. Und danach muss ich mich noch selber draufstellen. Ja, ist aber sehr einfach. Einfach mich hier unten hinstellen. Lebt die andere Mumie eigentlich noch? Chillt die noch da? Die chillt noch da. Okay, lass sie aber am besten in Ruhe. Ich will nicht, dass... Obwohl, ich könnte sie sogar töten mit dem Felsen hier. Das wäre voll cool, wenn es dafür irgendwie so ein extra Achievement geben würde oder so. Wenn ich hier die Mumie töten würde, weil es geht. Ich kann die einfach hier anlocken, ein bisschen so im Kreis laufen und dann mit dem Felsen... Ja, obwohl, ja nee, so einfach wäre es gar nicht unbedingt. Ich glaube, es wird doch gar nicht gehen. Ja, egal. Ist ja auch egal. Ist egal, egal. Egal, 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 egal. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Hirsch, geh du durch das Tor. Ich finde heraus, wohin dieser Gang führt. Wir sehen uns bald wieder. Verlass dich drauf. Na, du hast sicher recht. Pass auf dich auf, ja? Ja, ja. Mach dir mal nicht so viele Sorgen. Bis dann. Puh. Wo kommen wir als nächstes hin? In diesen Mega-Ultra-Secret-Raum da. Und das werden wir erst beim nächsten Mal machen, weil ich böse bin. aber erstmal noch Notizen lesen. Was haben wir denn da noch? Trennung von Randall. Bis vor kurzem lief alles glatt, aber durch die längste Glückssträhne hat man... Aber auch die längste Glückssträhne hat man ein Ende. Randall und ich sind voneinander getrennt worden. Erfreulicherweise ruft er mir immer noch munter Anweisungen zu. Schlecht kann es ihm also nicht gehen. Anscheinend führen unser beider Wege in dieselbe Richtung. Uns bleibt nur zu hoffen, dass wir bald wieder zueinander finden. Wir haben keine Zeit, im Dorf Hilfe zu holen. Auch wenn es ohne Randall nicht leicht wird, ich muss unbedingt weiter. Okay. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen... War es für diesen Part von Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird. Der Part ist jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen kürzer, aber ist, glaube ich, okay. Die anderen sind ja auch meistens länger als eine halbe Stunde. Und ich will jetzt nicht weitermachen, weil ich glaube, dass beim nächsten Mal, im nächsten Raum, der so ganz, ganz besonders aussieht. Ich weiß gar nicht genau, was das sein soll. Ich kann es nicht genau erkennen. Es sieht wieder aus wie ein Boss oder sowas vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass da viel passieren wird. Wieder eine Cutscene vielleicht oder sogar das Ende schon von den Ruinen hier. Keine Ahnung, das werden wir auf jeden Fall dann beim nächsten Mal herausfinden. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.